Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Phantom Doctrine. Wir sind am Ende, so ziemlich von Kapitel 5 unserer erweiterten Mossad-Kampagne. Wir werden heute, wenn alles gut geht, mal gucken, was wir noch zu tun haben, gegen den Standort von Projekt Weber losschlagen. Erstmal müssen wir uns hier so ein bisschen um die Basis kümmern. Denn wir haben ja beim letzten Mal kräftig Agenten eingepackt, haben hier aber noch 6 Stunden zu tun mit Agenten, die wir noch vorher rumzugurken hatten. Wir werden Argus auf jeden Fall erstmal verhören. Dann senkt sich dieser Wert hier schon mal um 2 Punkte. Dann haben wir außerdem noch eine aktive Beholderzelle, alles weil ich vergessen habe, so ein bisschen die Triangulation hier ins Rollen zu bringen. Und wir schauen mal, Hemlock bekommt irgendeinen ganz tollen neuen Vorteil. Überlebenskünstler zum Beispiel. Überlebenskünstler, Hemlock, Überlebenskünstler. Ja, warum nicht? Überlebenskünstler, dann können wir mehr Leute ausschalten. Haben jetzt 154 Lebenspunkte. Holy smokes. Orakel bekommt auch irgendwas Tolles. Der ist ja schon ausgezeichneter Schütze. Da müssen wir mal gucken, ob wir jetzt im Labor was machen können. Ich weiß nicht, ob die Werte hier auch steigen, wenn man eine Stufe zulegt. Ich hoffe. Dickkopf begabt, ausgezeichneter Werfer. Ja, gut. Nehmen wir halt den ausgezeichneten Werfer. Passt schon irgendwie. Da müssen wir gleich mal im Labor gucken, ob wir jetzt bei Orakel was machen können. So, Harpoon ist ja auch aufgestiegen. Die hat schon 2 Feuerpunkte. Was ist ein Harpoon für eine Stufe im Moment? Das muss doch hier irgendwo stehen. Harpoon. Ah, hier. Stufe 9 geht auf Stufe 10 zu. Ah, und Orakel ist jetzt auch Stufe 9. Also das heißt, sie waren vorher schon auf derselben Stufe. Und wovon hängen die Feuerpunkte ab? Von der Sensorik? Vom Kreislauf? Wahrscheinlich vom Kreislauf. Ja, müssen wir mal gucken. So, und sie kann jetzt nämlich ausgezeichneter Schütze bekommen, was natürlich cool ist. Überlebenskünstler, ja, braucht sie nicht unbedingt. Aber ausgezeichneter Schütze macht nämlich echt Sinn, sobald man Leute mit 2 Feuerpunkten herstellen kann. Ne, weil wir dann halt mit einfachen Schüssen einfach, können wir einen einfachen Schuss raushauen und dann noch einen zweiten oder einen Feuerstoß oder irgendwas. Da können wir dann auch mal Leute töten, so langsam. Da kommt dann schon ein bisschen Spaß auf, wenigstens. So, Blauauge haben wir beim letzten Mal mitgenommen. Mal gucken, der ist Schauspieler, leicht paranoid, geduckte Haltung, der hat alles. Fantastisch. Dem können wir auch ein AUG geben. Vielleicht sogar eine PPK oder eine TT. Je nachdem, was jetzt hier drin ist. Gewand ist cool. Ausgezeichneter Schütze. Weiß ich nicht, ob das für ihn schon Sinn macht. Kampfdrogen. Ja, nee, weißt du was? Die verkaufen wir mal bei Gelegenheit. Wir geben ihm einfach mal ausgezeichneter Schütze. In der Hoffnung, dass wir da was machen können. Und dann geben wir ihm halt hier eine AUG. Und eine PPK. Das ist eine normale schwere Weste, die er hier hat. Ist okay, kann er behalten, meinetwegen. 110 Lebenspunkte nur. Also jetzt nicht mein Hauptinfiltrator damit, aber mit dem AUG kann er halt schon mal ordentlich Schaden austeilen. Das ist eine ganz feine Sache. So, dann schauen wir ins Labor. Hier gibt es nur Raloxifen, das ja, bringt uns halt nicht so richtig viel. Panzerungswert würde halt um 2 erhöht werden. Aber Fehler? Nee, Orakel wollten wir uns angucken. Der kann nämlich noch Epo bekommen. Und mit Epo bekommt er immer noch nicht ja, Kreislauf. Ne? Der muss wahrscheinlich auf 150 hoch oder so, würde ich vermuten. Wir können ja mal angucken, was hier andere Leute unter 150, unter 150, über 150, runter... Genau drauf. Wie sieht's denn aus mit Argoxy? Wäre das eine gute Sache für dich?
Nee. Bringt ihnen gar nichts. Hier ein bisschen Epo. Bringt den Kreislauf nur auf 149. Hier auch. Also wir bräuchten vielleicht noch einen Kreislaufpunkt oder sowas für Orakel und Pfähler. Ich vermute, da wird irgendwo die Grenze liegen. Interessant. Na, vielleicht kriegen wir es mit irgendeiner anderen Droge mal noch hin. Bei Gelegenheit. So, das war das Crew-Quartier. Achso, wollen wir Dinge verkaufen vielleicht? Wir schauen mal, was wir hier haben. An Waffen, die wir nie benutzen werden. Ja, hier noch so eine Semi-12 haben wir mitgenommen irgendwie. Modell 870 können wir noch verkaufen. MG60, weiß nicht. Also viele MGs benutzen wir nie im Leben. So, verkaufen wir alles mal. Wir müssen ja demnächst umziehen, definitiv. Das wird sich nicht mehr vermeiden lassen. Also, was hat denn der Händler hier im Angebot? Ein Randfeuerschalldämpfer. Raus damit. So, hier Kampfdrogen. Raus damit. Gasgranate. Ich benutze eigentlich super wenig Granaten tatsächlich. Könnte ein Fehler sein. Bisher war es einfach noch nicht so richtig nötig. So, ich wollte gerade mal gucken, wohin wir umziehen können. Müssen wir da mal machen. So, militärische Nutzung des Weltraums. Ein Golfplatz und Wespennest. Zum Glück ist das hier übersichtlich. Da findet man es ganz schnell. Der Golfplatz zum Beispiel befindet sich hier. Das Wespennest haben wir noch nicht, wie es aussieht. Was haben wir hier? Die Intriganten, die Echsen und das Substrat. Die Echsen sind hier oben. Okay, das könnte was werden. Intriganten und Substrat. Ich glaube, Substrat haben wir noch nicht liegen. Aber die Intriganten hätte ich getippt, dass sie hier schon irgendwo... Moment. Nee, gar nichts. Ja gut. Dann halt nicht. Da müssen wir hier echt noch auf den letzten Hinweis warten. Ärgerlich. So, haben wir denn irgendwas anderes voll? Webers Dossier vielleicht. Ja, für das Weber-Programm hat die NATO einen hochrangigen Spezialisten angeheuert, der die Konzeption des Hauptfunknetzes anführt, welches international die verschiedenen Dienste verbindet. Wir haben Grund zur Annahme, dass er ein Beholder-Agent war. Dieses Dossier sollte uns dabei helfen, mehr über unser Ziel herauszufinden. Es scheint einen zusätzlichen Abschnitt mit weiteren Details zu den letzten Aktivitäten des Mannes zu enthalten. Dann schauen wir doch mal so. Hier haben wir Kolossos zum Beispiel, Regenwurm und Knastbruder. Nö. Text. Bohrinsel, Strom, Nacktschreiber, Knastbruder. Bohrinsel, Strom, nix. Was zum Lesen, was zum Lesen, was zum Lesen, was zum Lesen. Und so, hier haben wir die CIA. Und das hängt mit Kneipenwirt zusammen. Ups. Ich muss hier mal gerade ein bisschen rücken lassen alles. So, okay. Das hängt hier auf jeden Fall mit dem Strom zusammen. Außerdem haben wir... Na, ich weiß nicht, wohin mit dem Zeug hier. Außerdem haben wir Kneipenwirt. Die Lehrer haben wir noch nicht. Ist okay. So, Zeloten, Schlagstock, Kucho und der König. Das sagt mir auch alles so gar nichts. Foxtrott, Kaufsüchtiger, Organspender und Ritterschlag. Nee? Mhm.
Okay, Texte. Schauen wir mal. Dringlichkeitsbericht. Semaphor wurde an der Passkontrolle im Sommerhaus von Beamten aufgehalten und ist seit gestern in Haft. Anscheinend wussten sie nichts von der derzeitigen Zugehörigkeit des Agenten. Foxtrot ist vor Ort und bereit zur Evakuierung und oder Eliminierung. Hat zudem eine kontrollierte Befriedung der Beamten über die nächsten Wochen empfohlen. Kontrollierte Befriedung. Aha, alles klar. So, das Sommerhaus, Foxtrot und Semaphor. Das Sommerhaus haben wir hier noch gar nicht. Okay. Dann nicht. So, Tag 2, erfolgreiche Ankunft im Eckstein. Agenten abgeschüttet, die mich vom Flughafen verfolgten. Nichts fehlt. Team von Kardinal und Geschwärzt identifiziert. Zum Glück sorgte der Reservetrupp für eine Ablenkung und die Fracht wurde erfolgreich nach der Bücher zur Bücherei transportiert. Nach der Bücherei transportiert. Okay, cool. Kardinal Eckstein Bücherei. Das gehört irgendwie hier mit dazu. Na gut. Ladung vom Schuppen aufgenommen. Sichtung derselben Ware wurde im Sommerhaus als auch woanders berichtet. Wenn der Inhalt der Ladung das ist, was die Bruchstelle vermutet, bedeutet das, dass Geschwärz recht hat, dass MK Ultra in irgendeiner Form noch aktiv ist. Was? Niemals. Sprechen Sie mit der Bruchstelle darüber, was als nächstes zu tun ist. Die offizielle Empfehlung ist eine weitere Überwachung. Bruchstelle Schuppen Sommerhaus. Okay, bringt uns nicht weiter so alleine. Mein Team, so wie das von Kuro, kann ohne diese Lieferung nicht arbeiten. Es ist erforderlich, dass sie mit Kaufsüchtiger sprechen und mehr Druck auf die Ios Genera ausüben. Ich möchte sie zudem informieren, dass die Sicherheitsvorkehrungen sehr nachlässig sind. Geschwärzt hat berichtet, dass Teile unserer Forschungsdaten in Telegramm des Think Tanks gefunden wurden. Aha, okay. Das hier ist ein wichtiges Ding. So, Ios Genera und Think Tank können wir hier nämlich auf jeden Fall miteinander linken. Dann haben wir hier drüben Kuyo, keine Ahnung, wie der heißt. Und Kaufsüchtiger. Können wir Kaufsüchtiger? Ja, hier. Perfekto. Ja, so langsam nimmt das doch hier Gestalt an. Es tut mir leid, Ihnen mitzuteilen, dass die ersten Ermittlungen der Verbindung zwischen den Zeloten und Kämpfern der Lehrer ergebnislos ist. Zuallererst zeigen die Akten der Zielgruppe keinerlei Verbindung zwischen den beiden. Hatten etwas mehr Glück bei der Suche und fand eine Rechnung, die an die Argus-Augen geschickt und von einem untergeordneten Mitglied der Lehrer unterzeichnet wurde. Jedoch können wir keinen Nachweis finden, dass sie irgendwem diesen Betrag gezahlt hätten. Also ist diese Verbindung sehr dürftig. Ja, nö, das reicht mir aber für den Anfang. So, wir haben hier also zum einen die Zeloten. Dann haben wir Argusaugen. Und sind dann damit fertig. Nice. So, hier haben wir jetzt auch den letzten Hinweis noch bekommen. Was ist mit diesen abtrünnigen Agenten der Fabel? Solange sie hinter Geiger her sind, stellen sie für uns keine Bedrohung dar. Was ist mit unseren Unternehmungen im Wespennest? Ja, tun sie das und sagen sie dem Idioten von den blauen GIs, die Operation in Geschwärz zu beenden. Sie ist viel zu auffällig. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir also Geiger auf jeden Fall. Dann haben wir die blauen GIs und damit müssten wir alles haben, oder? Ja. Sehr schön. So kommen wir doch hier voran auf jeden Fall. So, damit können wir auch die SCD-Memos lösen. Die Nebenbahn und die Schickeria. Jo, das gehört irgendwo hin, cool. Kardinal, Schlüssel und Topmodel. Mhm,
So, anstatt den verdammten Kanister auf das Ziel zu werfen, hat er ihn sich in den Mund gesteckt und angezündet. Wissen Sie, wie schwer es ist, am helllichten Tag in der Wasserung eine brennende Leiche zu beseitigen? Entweder Sie verbessern die Technologie, haben Sie das Präparat aus dem Trockendock ausprobiert und das erwähnt hat, oder Ihr Zirkus geht mit eisernen Affen unter. Löschen Sie Ihre Erinnerung komplett, schneiden Sie Ihnen das Hirn raus, mir egal. Cool. So, Trockendock hängt mit der Wasserung zusammen. Die haben wir noch nirgendwo zu liegen. So, Randall Peterson haben wir hier. Calamari und Avantgarde können wir da auf jeden Fall linken. Ist also nichts. Und hier haben wir Raumkadett, Postbote und Schwertkämpfer. Postbote stellt eine der Waffen zur Identifizierung sicher. Seriennummern waren abgefeilt, Infrarotstempel noch vorhanden. Analyse ergab, dass sie Teil eines Waffenverstecks im Unterschlupf war, der 3 Monate zuvor geräumt wurde. Angesichts der Verbindung über Kneipenwirt. Irgendjemand war involviert. So, und damit jetzt nämlich endlich mal Kneipenwirt. Und den können wir mit verschiedenen Berufsgruppen hier linken. Silvia Vogelstein. So, damit müssten wir auch die Ablenkungsmaßnahmen jetzt auch vollständig haben und kommen hier sowas von voran, kann ich euch sagen. Langsam, eigentlich kommen wir voran. Feldagent, Postbote, Beobachtungsposten gegenüber dem Hauptquartier in der Wasserung errichtet, Aufnahmegerät aufgebaut, General Azcaraga vor morgen nicht erwartet. Das könnte auch was sein. So, Postbote und Wasserung. Transkript vom Gerät Theta X, der Strom betrifft Dipol. Hinweis B, unbekannt, eventuell Mitglied. Was ist mit Andromeda und Co. im Strom neutralisiert? Nein, Geiger hat sie nach einem Handgemenge mit irgendjemandem verloren. Andromeda, Strom, Dipol, Geiger. So, Hirte, Origami und Kooperativ. Was ist denn hier los? Das haben wir alles noch nicht. Das macht mich ein bisschen nervös hier. So, das Kooperativ. Und der Trommler. So, hier haben wir Emil Danailov. Okay, den können wir zu Dipol und Schlaumeier auf jeden Fall linken. Eisberg, es ist wahrscheinlich nichts, aber unsere Konkurrenz scheint sich dafür zu interessieren. Und Jerry Melendez hat Befürchtungen, die ich nicht einfach abtun kann. Und um es noch schlimmer zu machen, wurde der Agent namens Pfadfinder in der Utopie gesichtet. Wir müssen reden, einen Zufall kann man leicht ignorieren. Okay, so, wo ist Jerry Melendez hin verschwunden? Da. Pfadfinder und Utopie. Aha, da haben wir es. Konglomerat und Triebkraft. So, was haben wir hier? Wir haben bei Schwerarbeiter für das Rot-Schwarz im Einsatz zwar eine ähnliche Situation vorgefunden, wir können jedoch nicht ermitteln, ob es sich um Sie, der Nutenstein oder ein privates Unternehmen von irgendjemandem handelt. Hoffentlich bringt irgendjemand Licht ins Dunkel. Nutenstein, Rot-Schwarz und Schwerarbeiter. Was zum Kuckuck? So, hier haben wir Eldridge Ames. Den können wir ja mit Jerry Melendez so ein bisschen gruppieren hier drüben. Das ist schön. Postbote und Seelöwe gehören auch mit hier drüben ran. Upsi.
Aalsensor. Können wir jetzt mit Hirte auf jeden Fall einmal linken. Hier also. Das ist doch schon mal schön. In der Wasserung von Seelöwe sichergestelltes Material. Wir konnten bestätigen, dass Fidel Castro tatsächlich für irgendjemanden arbeitete. Wir vermuten, dass dies mit einer ihrer Operationen zusammenhängt. Die Bilder zeigen Luftaufnahmen von irgendwas. Am ersten Ort befinden sich bekannte Zellen und Pfadfinder soll Verbindung zu irgendjemanden haben. Yay. So, Emil, schieb dich mal so ein bisschen hier rüber. Da haben wir Fidel nämlich hier. Den können wir zu Seelöwe linken, außerdem zur Wasserung und zu Pfadfinder. Perfekt. Transkript aufgenommenes Gespräch zwischen Hightech und irgendjemanden. Irgendwelche Anzeichen von Dr. Robert? Nö. Hammer? Ja. Dr. Robert war nie im Strom. So, da haben wir schon mal den Strom hier. Dann haben wir außerdem Hightech. Und Dr. Robert. Ups. Und Hammer. So, und hier haben wir den letzten Hinweis. Nutenstein. Trommler. Andromeda. Okay, Backpipe und Tumulus. Könnten wir rekrutieren. Wollen wir natürlich nicht. So, haben wir irgendwas Schlaues bekommen? Ich glaube nicht, ne? Gar nichts. Puh, haben wir jetzt über eine Viertelstunde hier mit Hinweisen in Zusammenhang bringen verbracht. Auch eine ganz tolle Nummer. Dann wollen wir mal ein wenig schauen, wohin können wir denn umziehen? Nach Panama oder nach Mexiko? Alles beides drüben. Ja, ist alles drüben auf einem anderen Kontinent. Da müssen wir mal gucken, wie wir unsere Agenten hier noch ein bisschen schlau verteilen können. Ich weiß gar nicht, wer hier gerade unterwegs ist. Dann die Ronin. Hier ist Weber unterwegs. Schildköter. Haben wir irgendjemanden hier, den wir noch rausschmeißen können, der hier noch irgendwas reißen kann? Ja, Nadel und Benson. Außerdem Fregatte und Blauauge. Also Fregatte und Blauauge können wir auf jeden Fall noch hier drüben postieren irgendwo, würde ich vorschlagen. Bevor wir umziehen. Schauen wir ins Crewquartier. Eine Fregatte müsste eigentlich vollkommen aufgetakelt sein. Blauauge noch nicht, ne? Jo, Fregatte haben wir voll gepumpt. Blauauge müssten wir noch ein bisschen im Labor vollpumpen. So ein bisschen THG rein hier. Wie sieht es denn hier aus bei euch beiden? Braucht noch ein bisschen. Die waren ja komplett fertig. Ansonsten haben wir hier auch vier Teams auf dem Kontinent. Hier fliegt gerade ein fünftes los. Das sollte eigentlich auch reichen. So, können wir noch irgendjemanden im Labor einsperren? Frage ich mich gerade. Nee, tatsächlich nicht. Außer bei Fregatte noch ein bisschen Epo, nee. So, dann Volasteron ein bisschen dazu. Wir schrauben und bauen und tun. Hohe Gefahrenstufe. Und jetzt müssten wir unser Versteck schon verlegen. Wir ziehen einfach für 1000 nach Mexiko um. Das kostet uns quasi nichts.
So, feine Sache. Jo, das steigt rapide hier. Potenzieller Rekrut interessiert mich gerade so gar nicht. Achso, machen wir kurz Pause. Ne, der kam nicht aus einem Verhör, okay. So, Blauauge, einmal Bolandiol rein. Haben wir inzwischen jemanden hier, den wir noch nicht voll aufgepumpt haben? Benson ist, ist nicht mehr in der Krankenstation. Oh, hi. Willkommen zurück, Benson. Oh, da können wir alles reinhauen. Da können wir echt alles reinhauen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch mal. Aber Benson aufzumöbeln, boah, das dauert ewig, ne? Und für Nadel müssen wir wahrscheinlich was Ähnliches machen. Lohnt sich das? Bei Benson und Nadel frage ich mich gerade. Ja, was soll's, die haben gerade eh nichts zu tun hier. Fangen wir einfach von oben an. Kann man schön alphabetisch vorgehen hier. Ganz toll. So. Die Leute haben wir also alle mit den Sendern versehen, das ist gut. Dann kann man den nämlich in einer Stunde alle schon in die freie Wildnis entlassen haben. Und dann mit Judge, glaube ich, weitermachen. So ein bisschen DX Ampere noch dazu. So, Freilassung ist durch. Einmal ins MK Ultra. Und Judge verhören. Yay! Da kommt doch Freude auf. So, eine verbesserte Lokatorantenne haben wir inzwischen. Was wollen wir denn noch mal ein bisschen machen hier? Personenüberwachung, Crew, Quartier, Ausbau, Labor, Meh. Sorgfältig ausgewählte Informanten sind eigentlich ganz cool. Noch ein weiterer Unterstützungsplatz. Da könnten wir einen zweiten Spotter zum Beispiel mit reinnehmen oder so. Fälscherstube. Billige Identitäten. Ah, lohnt sich eigentlich wahrscheinlich nicht so richtig. Der faradäische Käfig würde sich für uns echt lohnen. Filter für irreführende Informationen, ja. Unterleibsprengstoff, wäh. Optimierter Cashflow könnte auch ganz geil sein. Transportnetzwerk hätte ich ja gerne. Erhöht die Reisegeschwindigkeit. Also
Also da ist jetzt nichts so dabei, wo ich sage, das ist unbedingt nötig. Aber wo ist es denn hin? Krankenstation. Da. Hier. Umkreisauskundschaftung. Das kostet nicht so richtig viel. Könnte aber ganz nützlich sein. So, und wir können München jetzt angreifen. Mit 4 Leuten nur. Das heißt, da müssen wir dann sinnvoll auswählen auf jeden Fall. Schauen wir doch mal ins Crew-Quartier. Also wir nehmen auf jeden Fall Hemlock und Markus mit. Das ist schon mal klar. So, und dann haben wir hier zum Beispiel Orakel mit 123 Punkten. Schwere Weste. Vielleicht nehme ich da lieber leichte Leute mit, oder? Punkte, 131. Ich glaube, die sind ein Tick besser. Ja, die sind auch höherstufig als Harpoon und Dingsbones. Gut, da haben wir unser Team zusammen. Machen damit beim nächsten Mal weiter. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.